Wanderscheitel draus. Ja, wunderschön. Das Gefieder ist die Seele von einem Vogel. Der muss glitzern und glänzen. Dann kann man sagen, der ist kerngesund und fühlt sich gleich mal geschehen. Das Gefieder an. So, und dann kriegt er hier nochmal eine Belohnung. Und dann machen wir weiter. Er kriegt jetzt nochmal eine Belohnung und wird dann entscheiden, wo er zurückgeht. Das Häuschen. Das soll er selber entscheiden. Wir haben Adler, merken wir uns, mächtiger Vogel. Grifftöter, das Auge des Adlers siebenmal besser. Der Weißkopfseeadler, ein Vogel, der ursprünglich von Amerika kommt, USA, Kanada, Alaska und gezüchtet wurde in Deutschland. Der jetzt kommt, dann kriegt er nochmal volle Belohnung und wir können weitermachen mit dem nächsten. Der Sam soll nochmal abstarten. Hat er was entdeckt da unten drin? Da müssen wir nochmal schauen. Das lässt ihn jetzt hier keine Ruhe. Aber ich möchte ganz gerne, dass er hierher kommt und die Belohnung holt und dann machen wir weiter. Komm, Sam! Ah, passt ihm was nicht, hä? Komm, Sam! Hopp! Bisschen Geduld brauchen wir. Er macht's und kommt hier dann reingeflogen auf die Faust, meine Damen und Herren. So. Ein großer Jäger. Also bei den Eulen merken wir uns lautlos, am Tag und in der Nacht sehend, einen Schleier im Gesicht, der das Gehör unterstützt und dass die Eulen bis zu 40 Jahre alt werden können, speziell die Uhus als große Eulenart und dieses Kopfdrehen entscheidend ist, um den Schleier der Eule in Position zu bringen, um dann eben das Gehör zu unterstützen. Der Feige jagt. Tolles Bild. Geht weit raus. Holt aus. Geht nochmal weit raus. Geht nochmal schön raus. Wunderbar. Und er wird auch. Jetzt. Hopp, ja. Hopp. Jawohl, klasse. Gut gelaufen hier mit dem Wanderfalken. Und da beißt er hinein. Und da ist ihm auch ein Applaus für dich. Entscheidend jetzt, dass ich den belohne. Auf die Faust nehme. Dass er übertritt. So. Und dann können wir nochmal weitermachen. In einer Flugvorführung. Und das ist was Besonderes. Ich habe die Stärke aufgezogen, meine Damen und Herren. Durch dieses kalte Wetter, Regen, Schnee im Frühjahr. Die hätten keine Chance gehabt. Ich habe 4 Stück durchgebracht. 2 habe ich wieder hoch zu den Elterntieren und 2 sind hier. Dass sie das lernen. Dass sie einfach ihr Revier hier aufbauen. Und, meine Damen und Herren, und vielleicht ein Revier aufbauen. Im Winter werden sie da bleiben. Die fliegen nicht mehr weg. Das glaube ich nicht. Über den Winter werden sie gefüttert und dann lassen wir uns hier auf das Frühjahr ein. Wahrscheinlich noch nicht gesehen haben und auch nicht so leicht sehen, weil das einfach, jetzt hat er nicht gefunden, schauen Sie. Das heißt, die können sich wieder verpaaren. Und das ist natürlich super. So können sie gefunden können. Aber jetzt ist es schon wichtig gewesen, dass sie wissen, hier gibt es was zu fressen. Das ist also hier echt auch was ganz Tolles. Seine Geschichte passiert vor 2 zu fressen haben. Dann wäre spätestens da etwas passiert. Die wären dann aufeinander drauf und hätten sich gepackt. Aber durch das, dass sie, sagen wir mal, nur einen kleinen Tageshunger haben, funktioniert es. Dass ich auch gleichzeitig Störche, Milan, Falke oder Bussard fliege. Und dieser schwarze Milan ist sehr brav. Ich schütze den jetzt, indem ich den in den Arm nehme, damit er nicht scheut, wenn ich ihn zurücktrage. Da springt er dann nicht ab und somit habe ich keinen Vertrauensverlust. Weil wenn er abspringt und ich halte ihn fest, dann sagt er Hallo, der hält mich fest, entgegen meines Willens. Und das ist bei ihm ganz schön eigentlich. So, jetzt machen wir es noch ein bisschen schwierig, dass Sie sehen, wie der...
angeschlagen und sofort zurück. Aufgepasst, der Barber spricht jetzt mit uns. Jetzt müsst ihr genau hinhören, er sagt ja. Du siehst am Tag und in der Nacht. Du besitzt einen Schleier im Gesicht, der unterstützt dein Gehör. 1,60 Spannweite, zeigt er mal. 2 Kilo. Und er ist kitzlig. So, Busser hat jetzt gefordert. Bleib aber zum Erschrocken hier. Sehr schön. So, dann bringen wir. Steht der Hund vor, signalisiert durch dieses Vorstehen, dass er einen Fasan in der Nase hat. Und ab dem Zeitpunkt lässt man dann den Falken abstarten. So. Und jetzt. Hi! Der Fasan wird rausgescheucht. Und der Falke kommt dem rasanten Jagdflug reingeschossen. Und es gibt einen guten Flug heute Nachmittag. Schauen Sie her. Und dann schießt er runter, der Falke. Und das ist natürlich toll, wenn er so gut drauf ist. Wunderschönes Bild, meine Damen und Herren. Und hat die Beute jetzt angeschlagen. Hat sie erwischt und der Fasan ist getroffen und Zugriff. Jawohl, klasse, schöner Flug nochmal vom Check. Und da hat er sich auch den Applaus verdient, richtig locker überleben in der freien Natur. Alle Vögel. Sie bleiben hier, weil sie hier einfach Beute bekommen. Weil sie fliegen dürfen und weil sie sich sicher und wohl fühlen. Es ist zwar viel mehr Arbeit, das Vertrauen aufzubauen, aber es ist dann letztendlich auch der Schlüssel, dass man Flüge sieht, die einem wilden Vogel ähneln. Und das ist ja auch schön, macht auch Sinn. Und nochmal auf der Beute. Der hat gemantelt, der hat die Beute abgedeckt, versteckt unter seinem. Probier es nochmal. Komm, Disco! Bisschen warten wir noch. Wir geben ihr die Chance zu. Schauen wir mal, was sie vorhat. Sitzt sie jetzt rüber, sitzt nochmal rein und die letzte Chance.